Mein Name ist Robert Italo Villaor und ich muss euch eines sagen. Ich drehe heute die neue Folge von Italo Villa, Platz der Kragen. Warum? Eure Kommentare sind einfach... Da platzt mir der Kragen. Ich kann es euch nicht sagen. Mir kommt's heraus. Zocki, was machst denn du da? Robert, was? Wir drehen im anderen Zimmer. Echt? Willkommen zurück hier bei Playzocker vs. Italofila. Wir sind jetzt zum zweiten Mal vor meinem Arrow-Videoregal. Und Robert, letztes Mal haben wir uns ja die DVDs angeschaut und heute möchte ich mit den Blu-Rays anfangen. Und da hat ja Arrow damit begonnen, was wir letztes Mal ebenfalls schon kurz erwähnt haben, mit diesen vier Cover-Schubern. Ja. Und da haben sie ja eigentlich relativ am Anfang bereits zwei der größten Klassiker, finde ich, ausgepackt, die man nur auspacken kann, nämlich George Romero's Dawn und Day of the Dead und haben auch da natürlich von Rick Melton die neuen Cover gegeben, aber ich denke mir, wenn man das dann umdreht, auch hier. Das sieht genial aus, ja. Eine relativ coole Sache und das Ganze mit diesem Plastik. Kann man das hier auch machen? Fenster, kannst du überall. Da gibt es sogar noch ein Comic dabei bei Day of the Dead. Ja, ist das Comic, okay. Und sieht auch gut aus, ja. Da dann natürlich auch zwei relativ bekannte Motive. Ja, stimmt. Die du sicher kennst. Ja. Und was mich nämlich damals so fasziniert hat, wie sie Dawn und Day rausgebracht haben, war ja die Tatsache, dass mit der Ausnahme von House by the Cemetery, dass sie ja wirklich bemüht waren, dass alle Titel genau gleich ausschauen. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel schaust bei Dawn und Day, diese beiden Schuber schauen ja eigentlich mehr oder weniger komplett gleich aus. Ja. Mit dem einzigen Unterschied aber, dass bei Dawn das Blu-ray Case wesentlich dicker ist als das von Day. Wieso das? Weil sie bei Day eben das noch dazu getan haben, damit eben im Endeffekt, wenn man das Ganze in die Schuber reintut, das wirklich einheitlich im Regal ausschaut. Und deswegen war ich ja auch irgendwie so Haas, dass das mit House passiert ist und dass das auch bei anderen Titeln passiert ist, dass es eben nicht funktioniert hat, dass eben nicht alles wirklich 100% gleich ausschaut. Das waren beide die ersten Titel, oder? Das waren, ob es jetzt wirklich eins zu eins exakt die ersten waren, weiß ich gar nicht mehr auswendig, aber es müssten auf jeden Fall eine. Weil nummeriert sind sie mit 414 und 415. Und was haben wir hier? Der Dawn ist mit 2009 datiert und der Day mit 2010. 2009 haben sie auf jeden Fall angefangen. Also es sind sicher mit die ersten, die rausgekommen sind. Und wenn du wirklich schaust, bei diesen Blu-ray-Schubern, da haben sie ja wirklich auf einen Schlag mit die größten Klassiker rausgehauen. Darf ich natürlich einen rausnehmen? Maniac Cop. Der ist jetzt natürlich auch in Deutsch erschienen. Und zwar in Form eines Mediabooks mit drei Alternativcovern. Jetzt möchte ich mir nur hier das Cover ansehen, welches hier unten ist. Das ist, glaube ich, das ist das Original. Genau, das ist wie Original-Kassettencover. Okay. Da das auch noch. Ja. Ja, ja. Und da ist natürlich eine Sache. Ja, manchmal haben sie diese Poster-Artworks nachgemacht, wo, wenn du sie dann in den Schuber reingibst, mehr oder weniger da noch ein bisschen Platz links und rechts bleibt, weil sie es nicht ganz ausfüllen können. Was ich aber in dem Fall auch besser finde, als wenn sie es irgendwie zugeschnitten hätten oder sonst irgendwas. Ja. Das hätte in dem Sinne auch nicht unbedingt gepasst. Aber sie haben wirklich, wie sie angefangen haben, mit diesen Schubern die größten Horrorklassiker gebracht. Neben eben Dawn und Day haben sie dann auch gleich Fulcis gebracht, Argentos gebracht. Und ich würde sagen, wir gehen sie einfach einmal wieder alphabetisch durch und nicht irgendwie nach VÖ-Termin, weil die weiß ich nicht mehr auswendig. Sehr gerne. Darf ich dich noch einmal... Also zuerst haben sie die DVDs rausgebracht. Ja. Ne?
Und dann diese Schuber hier, ja, diese Blu-ray-Schuber. Genau. Was ist mit denen hier? Die kamen dann nachher. Das können, das können wir vielleicht noch dazu sagen, weil wir haben gesagt, es gibt immer vier verschiedene Cover, so als Wendecover. Mhm. Und dann haben sie aber irgendwann einmal gemeint, es ist zu schwer, von jedem Titel vier verschiedene Cover zu bringen und vier verschiedene Cover zu haben. Mhm. Und der Film, wo eben das große Problem war, das war damals der Red Scorpion mit Dolph Lundgren, ja, wo sie natürlich einerseits das neue Design von The Dude Designs gebracht haben, das ich wahnsinnig cool finde. Das war damals für mich auch eine wahnsinnig schwierige Geschichte, weil da ist die Arrow-Video gekommen und da kam das deutsche Steelbook. Okay. Und für, ich hab nicht für, gewusst, für welches hast du dich entschieden? Beide. Okay. Nein, ich wollte das deutsche Steelbook, ja, auf jeden Fall haben, weil ich Splendid dahingehend unterstützen wollte. Sie haben es geschafft, dass der Film mit FSK-Freigabe neu rauskommen kann. Und das, ja, war jetzt, das war natürlich eine super Sache. Und die Reihe wolltest du auch komplett natürlich haben. Natürlich, ja, ja. Aber, und das merkt man natürlich auch, wenn man jetzt dann da weiterschaut. Ja? Red Scorpion, das klassische Cover eigentlich. Und dann da drinnen. Wendecover. Wow. Wenn du weitergehst, ja, da haben sie es irgendwie noch, ja, geschafft. Ja. Wahnsinn. Mit den vier Covern. Das schaut aber da, gut haben aus, sie, ja, da haben sie damals schon auf Facebook irgendwie gemeint, na, es war nicht einfach, eben vier verschiedene Cover für den Film zu bringen. Mhm. Und der Film, der dann diesem ganzen Schuber-Design mehr oder weniger das Genick gebrochen hat, das war dann der Exterminator. Okay. Gibt es mittlerweile auch ein Mediabook davon. Ja. Natürlich wieder ein cooles, neu gemachtes Motiv, das, mhm, ist relativ klar, dass sie das bringen, aber dann, okay, El Exterminador, ja, wieder das spanische Motiv, aber wenn du dann ins Innere schaust, dann hast du mehr oder weniger in Wirklichkeit, ja, außer jetzt im neu gezeichneten Cover, ja, hast du eigentlich dreimal das gleiche. Okay, das ist wahrscheinlich ein Film, ja, da gibt es gar nicht so viel Plakat, genau, und Motive. Und da haben sie dann gesagt, dass es ihrer Meinung nach eben wenig Sinn macht, wenn sie auf Zwang immer vier Cover produzieren müssen, ja, und sind dann dazu übergegangen, dass sie die Blu-Rays nicht mehr mit Schuber und so weiter bringen. Außerdem haben sie dann eben, glaube ich, noch irgend sowas gesagt, wie dass sie die Produktionskosten gering halten und dann eben auch die Filme letztendlich ein bisschen billiger anbieten können. Bestellst du und immer direkt bei Aero? Gibt's nein, sowas, oder ich bestelle es immer bei Amazon. Okay. Ja. Ja. Es gibt ein paar Titel, die ich mir direkt bei Aero bestellen musste. Ja. Weil es gab ein paar Sachen, die es eben nur direkt über Arrow gab. Ach so? Ja, also sie haben... Die hat man gar nicht offiziell kaufen können irgendwo anders. Nicht wirklich. Also wenn wir dann nächstes Mal im dritten Teil vom Overview dazu kommen, mhm, da gab es den Film Blood and Black Lace von Mario Bava. Ja. Der, mhm, kam... Black Sunday ist Black es, Sunday. Genau, ja. Der kam exklusiv im Arrow Store im Steelbook raus. Okay. Auch der Fulci Zombie Flash Eaters, also Voodoo, die Schreckensintel der Zombies, gab es im Steelbook nur direkt, aha, bei Arrow. Da gab es das Steelbook bei Amazon, da gab es den Schuber bei Arrow. Mhm. Und siehst, da habe ich mich dann damals für das Steelbook entschieden und mir den Schuber gar nicht geholt. Also de facto, das ist jetzt etwas, das würde ich dich ganz gerne fragen, ist diese Sammlung komplett, wenn ich mich bei jedem Titel quasi für das Beste entschieden habe, was ich kriegen konnte. Mhm. Weil eben von Voodoo, die Schreckensintel der Zombies, hat es bei Arrow Store in England exklusiv eben auch diese Schuber-Version gegeben. Ja. Und aktuell, ich habe das eigentlich vergessen gehabt, aber jetzt gerade beiße ich mich gerade ziemlich rein, dass ich den nicht habe. Das heißt, die Reihe ist nicht komplett. Die Reihe ist dann theoretisch nicht komplett, weil eben der Zombie Flash Eaters fehlt. Okay. Aber sonst habe ich eben immer geschaut. Ich habe immer natürlich von DVD auf Blu-ray abgegradet, ja, das, ja, ist klar. Ich habe mir immer die größten Boxen geholt. Und was, ja, was ich jetzt zum Beispiel sinnlos finde, ist, wenn sie die Hellraiser Scarlet Box gebracht haben mit Hellraiser 1 bis 3 im Digipack und so weiter, schauen wir uns auch nächstes Mal an. Mhm. Dass sie dann nachher eine Neuauflage bringen mit denselben Filmen, nur im Keepcase, mhm, dann brauchen wir die Plastikhüllen nicht auch noch dazustellen. Du, eine Frage, was ist denn das da oben eigentlich da? Das ist eine relativ nette Geschichte, weil damals, als sie noch die Schuber gebracht haben, ja, die Arrow Video Schuber, weil Arrow Video ist ja eigentlich kein Label. Sondern? Arrow Video ist eine Unterschiene, ja, von Arrow Films. Okay. Und Arrow Films ist dann quasi dazu übergegangen, dass sie diese Schuber-Mentalität, kann man sagen, auch auf die Hauptseite verlagert haben, ja, und auch das normale Arrow Films-Programm kurzzeitig im Schuber gebracht haben. Da haben sie begonnen,
mit diesem Titel, Spirits of the Dead. Ja, das schaut gut aus, ja. Das ist eine Edgar Allan Poe Kurzfilmsammlung, wo drei Regisseure, nämlich der Fellini, der Louis Malle und der Roger Vadim, Kurzfilme gedreht haben nach Edgar Allan Poe. Und sie haben eben das auch in dieser Schuber-Version gebracht. Mit diesen vier verschiedenen Cover, also nicht vier, sondern zwei Cover, weil im Innern haben sie da so ein durchgehendes Motiv, schön, das auch ziemlich cool ist. Ja. Und dazu haben sie diese Edgar Allan Poe Stories, auf denen sie die Geschichte basiert haben, natürlich mitsamt von anderen Texten auch noch im Booklet abgedruckt. Also eine relativ sehr, sehr coole Geschichte. Ja. Und da kamen dann aber eben das typische Arrow Films Programm, das sind eher die Filmklassiker. Yeah. Bicycle Thieves ist, glaube ich, irgendwie aus den ja, ja. 48 ist die das. Die Diabolischen, ja? Ist ja auch ein ganz alter Film. Ja, genau. Ja. Und auch da eben mit diesem Schuber. Da haben sie aber relativ flott wieder damit aufgehört, weil das offensichtlich gar nicht gegangen ist, verkaufstechnisch. Ja. Weil von denen habe ich jetzt zum Beispiel alle. Okay. Und also 6 Stück, ne? Genau. Okay. Und ich meine 5, also ich sage immer 5 plus 1, weil eben der Spirits of the Dead von dem nicht ganz einheitlich ausschaut. Ja. Und da sind sie dann aber auch hergegangen und haben dann von Arrow Video ein Side-Project gestartet und haben Arrowdrome gestartet. Aha. Arrowdrome war dann quasi Titel, die normalerweise eigentlich zu Arrow Video passen würden, aber wo sie eben auch nicht die Cover hatten. Und auch nicht die Möglichkeiten haben und das quasi eine Budgetreihe, eine Billigreihe dazu gemacht haben. Ja. Das sind dann diese hier. Ja. Das siehst du. Ja. Ja. Also okay, ein deutsches Cover übrigens. Ja, stimmt. Da habe sogar ich die Cover umgedreht. Nein. Jetzt wirst du mich aber. Jetzt, ja? Das interessiert mich jetzt. Nein, jetzt Cover, bin ich gespannt. Welches Cover jetzt wolltest du gespannt. Nicht? Ja? Ich verstehe dich. Das ist wirklich widerlich, oder? Das ist echt, das ist echt widerwärtig. Das ist kacke. Ja, okay, diese Aerodrome-Cover fand ich absolut furchtbar. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie alle eben diesen durchgehenden Stil haben, ja. Der auch eben sich auf die Disc-Designs und auf die Booklets und so weiter immer fortgesetzt hat. Aber das war etwas, was mir da nicht besonders gut gefallen hat eigentlich. Also wo man eben wirklich gemerkt hat, Arrow Video ist das Hauptprojekt und Aerodrome ist einfach nur so Dings. Was ich da aber relativ cool fand, was du da auch siehst, sie haben damals von den ausverkauften Arrow Video Titeln die Neuauflagen immer als Aerodrome gebracht. Aha. Also es gibt von diesen Titeln, die ich da habe, ich glaube von Bird with the Crystal Plumage, auch von den Dawn and Day of the Dead oder von anderen, ich weiß es nicht auswendig, gibt es auch Aerodrome-Auflagen, wo ich dann auch gesagt habe, die brauche ich nicht. Ja. Weil es ist quasi dieselbe DVD in einem neuen Cover und wir wissen Repacks. Ja. Nein. Was allerdings relativ cool ist an diesen Aerodrome-Geschichten ist, die sind quasi color-coded. Siehst du das? Das sind die Titelschriftzüge auf dem Spine und auch das Arrow-Logo immer in einer anderen Farbe. Ja. Da hast du alle Horrorfilme in Rot, die Actionfilme in Orange, du hast die Western in, ich glaube, Grau oder so bräunlich. Ja. Ah, MacBain habe ich das deutsche Mediabook. Mediabook habe ich auch, ja. Und dann natürlich das da, bei den Rosanen fühlst du dich wahrscheinlich am ehesten noch wohl. The Cheerleaders. Ja, oder Tokyo Decadence. Das ist natürlich... Beziehungsweise, was wir auch schon angesprochen haben, Blaxploitation, Penitentiary, hat sogar bei Aerodrome eine eigene Farbe bekommen. In dem Fall noch ein Knast-Thriller, ja. Haben wir hier noch das Wendecover. Schier. Ja, eigentlich, ja. Eigentlich absolut grottenhässig. Hast du hier natürlich das Richtige eingelegt? Nein, also das ist natürlich dann auch für mich jetzt eine Geschichte. Ja? Wie würdest du das handhaben? Ja. Du hast eine einheitlich gestaltete Reihe und dir gefällt einmal das einheitliche Reihencover besser und einmal das andere. Welches stellst du ins Regal? Dann würde ich jenes wählen, aber welches das Spine? Spines sind immer gleich. Spines sind immer gleich. Spines sind immer gleich. Da nehme ich das hier. Ja, na in dem Fall auch, ja, aber ich habe zum Beispiel auch bei denen immer dieses Cover genommen, auch wenn es manche gegeben hat, die mir nicht so gefallen haben. Ja. Wobei ich auch bei den Arrow Videos quasi immer das neue Cover genommen habe, obwohl es einige Titel gibt, finde ich, wo es Arrow Video wirklich de facto ausgehängt hat. Also was sie sich gedacht haben bei diesem Cover, würde ich echt gerne wissen, weil das ist in meinen Augen eines der hässlichsten Cover, die ich kenne.
Na, sagen wir so, es ist nicht uninteressant. Ich finde es sauschier. Aus meiner Sicht. Also ich finde es einfach nur sauschier. Ja, so sind die Geschmäcker verbunden. Ja. Ne? Und da gibt es dann natürlich eben einige Geschichten, aber wie gesagt, Aerodrome habe ich auf gar keinen Fall vollständig. Aero Video, ich würde jetzt behaupten, dass ich es vollständig habe, weil ich eben wirklich jeden Titel habe, weil ich von jedem Titel das Beste habe. Ich habe natürlich auch bei Battle Royale zum Beispiel, wo sie da die eine Box rausgebracht haben und dann das Steelbook, da habe ich schon von der Box auf Steelbook, das haben wir auch noch holen müssen, weil ich gesagt habe, ich habe alle Steelbooks, das definitiv, ich habe alle Boxen. Ich habe... Moment, das sind alle Steelbooks von Aero Video? Ja, genau. Okay. Die waren jetzt, glaube ich, gerade nicht in der Kamera. Das sind alle Steelbooks von Aero Video. Ich habe da relativ viel. Ich habe auch von diesen Boxsets und so weiter alle. Aber um die Boxsets kümmern wir uns, glaube ich, nächstes Mal. Das wir machen ja da weiter, oder? Am gescheitesten, wir sind jetzt da noch bei diesen Schuber-Versionen. Okay. Dass wir vielleicht einmal nur die Aero-Cover kurz durchgehen. Ja. Ja. Mario Bava's Bay of Blood, wo ich finde, das ist eines der furchtbarsten Cover, das der Herr Rick Melton jemals gezeichnet hat, weil es hat wirklich gar nichts mit dem Film zu tun. Erzähl mir mal, wer ist dieser Rick Melton, von dem du erzählst? Der Rick Melton ist derjenige, der angefangen hat, die Aero-Video-Cover zu zeichnen. Exklusiv dafür beauftragt? Soweit ich weiß, ja. Ja. Und das ist ein wirklich großartiger Künstler und ein extrem talentierter Zeichner, der eben mit diesem alten, reißerischen Videostyle diese ganzen Schuber am Anfang, ich glaube die ersten, also diese ganzen Nicht-Schuber, diese ganzen normalen Amrays, und dann auch die Schuber bespielt hat mit eben den gezeichneten Motiven. Auch natürlich die Dawn of und Day of the Dead, die da noch bei uns liegen. Ja. The Beyond zum Beispiel. Von Fulci. Und wo ich aber dann teilweise schon das Gefühl eben gehabt habe, dass ihm langsam aber sicher irgendwann die Ideen ausgehen. Ja. Und dann hat eben auch Aero angefangen, andere Künstler dazu zu holen und das Ganze eben ein bisschen auszuweiten. Okay. Das ist, finde ich, ein relativ cooles Motiv von ihm. Das schaut gut aus, ja. Bird with a Crystal Plumage. Typischer Giallo eigentlich. Ja, ich liebe ja Giallo. Also, das ist eines meiner Lieblingsgenres. Boah, das schaut gut aus. Echt? Ja. Das ich meine, auch gezeichnet. Aber, siehst du, da ist... Wieso hast du dieses Cover gewählt? Weil es das Aero-Video-Cover ist. Okay. Ja, aber das wäre eh dein Cover in Wirklichkeit, weil du ja immer unsere Videos verschlafst und da steht El Pijamo, Las Plumas. Du bist so humorvoll heute. Okay. Wobei, da fällt mir ein, da steht El Pajaro und da fällt mir eine meiner Lieblingsstories aller Zeiten ein. Weil, weißt du, wenn du irgendeine neue Marke auf den Markt bringst, musst du das ja quasi irgendwie weltweit abdecken. Mhm. Und da ist, ich glaube, Nissan war das, ist einmal brutal eingefahren mit einem neuen Auto. Okay. Mit dem Nissan Pajero, den haben sie in Spanien nämlich überhaupt nicht verkaufen können. Okay. Und das haben sie nicht gecheckt und dann ist irgendwann einmal jemand draufgekommen, Pajero heißt auf Spanisch Wichser. Okay. Und dann, nachdem wir unsere neue Marke ja auch weltweit vermarkten wollen, darf uns dieser Fehler dann nicht passieren. Nein, und ich habe dann extra, ich bin extra zum Nissan-Händler gefahren und habe mir diesen Prospekt geholt von. Und da stand dann solche großen Sprüche drüber wie komm ins Land der wilden Pajeros und wenn du das natürlich immer mit übersetzt, du bist dann mit einem Paketbuspekt nach Spanien geflogen, bist dann auf der Straße gestanden und hast ausgeteilt. Nee, okay. Ja, daher habe ich mein blaues Auge. Na, Black Sunday, das zum Beispiel, also Black Sunday und Lisa and the Devil. Black Sunday habe ich da auch schon gesehen. Ja genau, da gibt es jetzt neu das Steelbook. Okay. Aber die zwei, das waren eben zwei Schuber, die es exklusiv beim Aero Store gegeben hat. Die hast du nicht bei Amazon bekommen, die hast du nur direkt über Aero bekommen. Ja. Und ohne diesen Schuber gab es quasi nur eine normale Keepcase-Auflage. Also da war für mich ganz klar, da müssen es die Schuber sein. Vor allem waren das damals noch die Zeiten, wo ich mich wirklich aktiv beteiligt habe an dieser Petition, quasi rette den Aero-Video-Schuber. Weil wenn es nach mir geht, sollten die Aero-Video-VÖs eigentlich immer noch genau so ausschauen. Wir haben da wirklich klassische Covers, ja, der Cat on Nine Tails, auch wenn der Typ auf dem Cover irgendwie ein bisschen gar arg reinschaut. Neunschwänzige Katze. Wenn er den Sturz beim Lift überleben sollte, hat er sich zumindest das Kiefer ausgerenkt, ich weiß es nicht. Hier wieder das bekannte deutsche Motiv, Mit dem bekannten deutschen Motiv. Deutsches Servus. Nein, deutsche Hardbox haben wir das Cover. Dann natürlich auch der Klassiker Caligula. Caligula,
Sehr gut. City of the Living Dead. Ja, das ist Wahnsinn. Ist auch, finde ich, ein super. Das ist eines der schönsten Cover zu dem Film. Ja. Das war, glaube ich, damals bei der, Astro DVD von Gates of Hell. Unzählige Male. War das drauf. Gibt's XT Hardbox, Mediabook, also keine Ahnung. Hm. Gibt schon alles. Auch, finde ich, eines von denen, was ich eher unspannend finde. Okay. Das könnte dir gefallen. Man muss sich reinsehen, ja. Mhm. Gewöhnungsbedürftig, aber gut. Naja, hier das natürlich. Ja, natürlich. Das ist das Cover, das war, glaube ich, bei dieser Dragon, bei diesem Digipack drauf, oder? Ja, ja. Vorhin. Auch gibt es auch schon ein Mediabook und, glaube ich, geht schon relativ teuer weg. Ja. Das ist das Einzige, was mich ärgert. Diese ganzen XT-Mediabooks zu diesen Arrow-Video-Titeln habe ich alle ausgelassen. Deep Red, Phenomena, Tenebre und so weiter, alles nicht geholt. Ja. Und die gehen mittlerweile so schön teuer, dass ich mir dachte, könnte man auch schon wieder reinbeißen, dass ich die auslassen habe. Was ist das? Forbidden Zone? Was ist das? Forbidden Zone, das ist irgendein relativ lustiger Trash-Film eigentlich. Aha. Der ist relativ interessant. Den gibt es auch. Ich habe ihn auch noch einmal, wenn ich da jetzt mal ganz kurz. Ja, bitte komm, ist das Bild rausfahren. Wie wenn wir genug Platz hätten hier. So. Nein, Platz haben wir keinen, aber der ist auch in der Trash Collection erschienen. Ja? Okay. Ein Film von Richard Elfman und ich hab's. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals recherchiert habe, ob das jetzt der Bruder von Danny Elfman ist. Aber ist ein ziemlich wilder Film. Der hat mir aber damals auch ziemlich viel Spaß gemacht. Also der war auch hier, ja. Der völlig abgedrehte Kultklassiker. Ja. Der war wirklich lustig. Okay, also, das schaut man nach einer guten Auswahl für die CMV Trash Collection aus. Ja, das wir ist machen nicht, das weiter. Wichtig übrigens. Frankenhooker! Also ein echter Klassiker des Horrorfilms. Bereits auch schon auf Mediabook erschienen. Zumindest zwei Cover-Varianten. Der Klassiker von Ich brauche nicht jeden. Von Mediabook. Wir nennen ja keinen Namen hier. Übrigens, Robert. Ja, bitte. Wanna date? Ja. Yes. Come on, babe. Exterminator haben wir schon. Ja. Funhouse. Toby Hooper. Ja. Das ist, finde ich, auch ein saugeiles Cover. Kenne ich auch schon von großer Hardbox her. Echt? Ja, das noch besser. Da gibt es das Rick Melton Cover als große Hardbox. Naja, vielleicht nicht von Rick Melton gezeichnet, aber das hier. Ich meine, das Motiv, das, hier, das ja, stimmt. Das, Motiv. Das ist mir aber auch irgendwann mal aufgefallen, dass am Anfang der Rick Melton wirklich neue Cover gezeichnet hat und dass es dann irgendwann einmal dazu gekommen ist, dass man immer bekannte Motive ein bisschen noch nachgezeichnet hat. Ja, ja. Und vielleicht war das auch dann mit ein Grund, warum eben diese Rick Melton-Ära bei Arrow Video so ein bisschen dann zu Ende gegangen ist. Ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich schade, ne? Weil du ich finde das extrem schade. Ich wäre nach wie vor der Meinung, das ist das Ultimative. Ja, da habe ich mich damals natürlich auch etwas geärgert, weil ich hast du auch die DVD? Cover-Sammler bin und ich eigentlich kein Cover zweimal haben will. Und dass sie da natürlich dasselbe gezeichnete Motiv dann wieder recycelt haben. Okay. Sehr gut. Ja. Aber der Unterschied ist, ich glaube, die Blu-ray ist genau 3 Jahre später rausgekommen. Also das ist nicht zeitgleich gekommen. Ja. Mhm. Sonst hätte ich mir natürlich gleich die Blu-ray geholt und nicht die DVD. Nimmst du diese noch einmal raus, bitte? Ja. Du hast erwähnt, dass du Cover-Sammler bist. Ja. Was heißt das für dich? Also du sammelst normalerweise keine zwei gleichen Cover. Nein. Warum hast du hier diese trotzdem? Weil die ist zuerst rausgekommen und dann habe ich auf die Blu-ray upgradet. Mhm. Und die behältst du jetzt noch, damit du diese Sammlung hier vollständig behältst? Ne? Ich habe mir nie denselben Titel zweimal gekauft. Weil zum Beispiel, wir haben letztes Mal gesehen, dass ich nur 2 von diesen DVD-Schubern habe. Ja. Das sind eben die 2 Filme, die Arrow nur auf DVD rausgebracht hat und nicht auf Blu-ray. Okay. Es gibt aber genauso diese DVD-Schuber-Auflagen, zum Beispiel von Dawn und Day of the Dead. Mhm. Die habe ich mir alle nicht geholt, weil da habe ich ja die Blu-ray. Ja. Da brauche ich die DVD nicht dazu. Und ich habe mir dann eben gedacht, wenn ich jetzt wirklich jede einzelne DVD oder Blu-ray hätte, die Arrow jemals gebracht hätte, wäre das komplette Regal, wäre alles voll. Ja. Mein Problem ist ja auch oft, dass oft ein Film in einer großen Hardbox erscheint und derselbe Film mit demselben Cover in irgendeiner Reihe, egal ob jetzt Amare oder kleine Hardbox. Genau. Dann stellt sich für mich auch die Frage, ne? Sammle ich da beide Covers oder? Da kommen wir dann auf jeden Fall spätestens dann drauf, wenn wir bei dieser Excellent Collection und bei AVV sind. Ja? Also das ist ein Thema für, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema für Sammler, das Sammlungsverhalten und das werden wir dann noch einmal besprechen. Ja. Das ist eines meiner Lieblingscover. Das schaut sehr gut aus, ja. Vom Rick Melton. Ja? Legt mir das Popcorn entgegen. Das ist wirklich überhaupt nicht irgendwie reißerisch oder sonst irgendwas. Nein. Er überspielt das ja auch komplett. Ganz.
ganz normal. Das kennen wir, das ist das alte. Und das ist eben auch das Cover vom Mediabook. Und mich haben einige Leute heuer lustigerweise gefragt, ob ich mir das deutsche Mediabook von Inferno gekauft habe. Und warum nicht? Ja? Weil und du das hast. Erstens habe ich das. Okay. Und zweitens, ich finde dieses Cover so hässlich. Ich finde dieses Cover urlangweilig. Ja, ein Skelett ist eben hässlich. Ja gut, sind wir auch, aber ich meine... Okay. Gut, ich habe uns auch nicht im Regal stehen. Nein, mir gefällt es nicht so schlecht. Also, aber ich meine, im Vergleich zu dem... Okay, es ist zwar gezeichnet, aber natürlich schon extrem gut. Ja. Muss und ich zugeben. Da, und da ist eben auch die Sache, ich habe den Film auf Blu-ray. Ich lege null Wert auf den deutschen Ton. Und ich kann nicht alles doppelt haben. Ja, das geht nicht. Ich habe extreme Platzprobleme. Ja, du siehst das, wir sind in einem wirklich kleinen Zimmer eigentlich. Ja. Wir sind in einem... Puppentheater! Ich kann mich kaum noch bewegen, meine Zehen sind bereits... sind tot, ja! Auf dieser Couch da knien, ja! Für das Regal, den haben wir schon gehabt, Maniac Cop haben wir schon gehabt, aber das war auch eine spannende Geschichte. Da bin ich Arrow auch relativ böse. Das war, ich habe relativ viel mit Arrow kommuniziert. Und auch bei dem Release haben sie relativ böse Kommentare von mir bekommen, weil wieso sie auf diese bescheuerte Idee kommen sind, plötzlich bei Obsession, man sieht es, glaube ich, wenn ich so ein bisschen bewege, einen Hochglanz-Schuber zu machen und kein anderer Schuber von Arrow ist Hochglanz, außer Obsession. Alle matt? Ja, alle matt, der Hochglanz. Aber wieso, da ist ja noch was drinnen. Da ist noch was drinnen, da ist was eigentlich sau cooles drinnen, Brian De Palma Film, auch... Ja, das schaut gut auch aus. Auch das, ja. In diesem Schuber ist natürlich phänomenal. Und da sind sie dann dazu übergegangen, da hast du auf dem Keepcase, das übrigens wie bei Day of the Dead ein schmaleres Keepcase ist, da hast du vier Cover in diesem Blu-ray Case. Und dann haben sie noch ein fettes Buchteil dazu gegeben. Boah, das ist wirklich mit dem fett. Mit dem nächsten Cover, eines ist noch dabei, und dem Original Drehbuch von dem Film. Hammer, das ist gut. Und das, ich weiß nicht, ich liebe es irgendwie Drehbücher zu haben und Drehbücher zu lesen. Wenn wir irgendwann einmal so weit kommen sollten und meine DVD-Steelbooks anschauen, da habe ich ja noch das alte deutsche Steelbook von Departed, von dem Film aus dem Jack Nicholson und so weiter, wo auch ein Drehbuch beim ersten Steelbook dabei war. Weil das unser Dreh heute schon so lange dauert. Eine Frage. How about dinner? When? Tonight! Das Drehbuch gefällt mir schon einmal so. Robert, wir essen heute noch was. Wann ist eine glorreiche Frage? Ja. Phänomene haben wir schon gehabt? Nein, ich glaube nicht. Oh ja, ich habe schon die Kamera gezeigt. Egal, brauchen wir nichts erzählen. Red Scorpion. Haben wir schon. Und dann haben wir jetzt eben quasi nur mehr zum Schluss Tenebre. Auch ein wirklich bekanntes Cover. Und das war eben eines, wo ich der Meinung war, das hat der Herr Rick Melton einfach irgendwie nur nachzeichnet. Das hat mich mäßig interessiert in Wirklichkeit. Also ich kenne eher das Cover, das ist für mich das Bekanntere. Du wirst wahrscheinlich von drin... Nein, das wirst du nicht kennen, weil es ist japanische. Ja. Und dann, was gibt's da noch? Das kennst du. Das, ja. Ich glaube, das ist auch das Cover vom Mediabook. Genau, das ist auch, also eines von denen, das ist auch das Cover von der kleinen Hardbox von Illusions, die habe ich auch noch. Und dann eben mit auch einem The Dude Designs Cover ist dann noch Vamp rausgekommen. Mit Grace Jones, ne? Ja. Oder? Ja. Ach, das schaut wieder und gut aus. Das ist ja für mich der allerböseste Arrow-Videotitel aller Zeiten. Weil da hatten sie das ultimative Duell. Da haben sie nicht nur ein Cover neu zeichnen lassen, sondern zwei. Okay. Da hast du das Dude Designs Cover und das Rick Melton Cover. Mhm. Und auch da war ich so sehr monk. Darf ich einmal ganz kurz reinschauen? Dass ich das in derselben Richtung... altes UK-Motiv und genau, das ist auch eines von den Mediabook-Covern. Das gibt es dann in Weiß auch noch am Mediabook. Wird man vor allem nicht sehen jetzt in der Kamera? Ich glaube, man wird es erkennen können. Wir müssen ja dann, apropos erkennen können, auch langsam schon wieder zum Ende kommen. Wirklich? Okay. Jetzt, wo es interessant wird. Nein, aber ganz kurz, da bin ich sogar so monk, dass ich trotzdem das Keepcase in der Richtung reinschieben habe müssen damals, wie alle anderen, obwohl mir persönlich natürlich auch von Vamp das Rick Melton Cover natürlich deutlich besser gefällt als das von The Dude Designs. Ja, wesentlich besser. Und damit sind wir heute
ein bisschen weitergekommen beim Aero Video Overview. Ja, wir haben es quasi de facto einen halben Meter haben wir es geschafft. Einen halben Meter! Jawohl. Was war der Plan? Ach ja, Blu-ray Schuber und Blu-rays. Na gut, okay. Damit wissen wir schon, was wir nächstes Mal machen, wenn wir hier sind vor meinem Regal, vor der Aero Video Sammlung. Dann schauen wir uns nämlich die ganzen Standard Edition Blu-rays an, die Aero Video in den letzten Jahren rausgebracht hat. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch das Ganze interessiert. Mehr als den Robert, der schon einmal da so knirgend oder leise macht wieder mal. Aber wir sagen danke fürs Zuschauen. Lasst uns ein Abo da, falls ihr mehr von uns sehen wollt. Und in diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag um 17 Uhr wieder zu einer neuen Ausgabe von Playzocker vs. Italofila. Nächste Woche schon wieder? Ja, ja. Passt. Das war Playzocker vs. Italofila für diese Woche. Wir hoffen, dass euch die Sendung gefallen hat und freuen uns schon darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Zocke, ja? Was? Hast du das jetzt nicht mitbekommen? Nein, ich glaube, ich bin dazwischen dran eingeschlafen. Oh ja, naja, okay, ist verständlich. Probieren wir es nächste Woche noch einmal mit den beiden? Na, jetzt sagen wir eine Chance geben wir denen noch. Vielleicht werden sie ja besser. Kann man nicht vorstellen. Aber erst. Naja, okay. Dann. Ja. Boah. Ach, anstrengend, die zwei Typen. Na dann. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Jimboy.